I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boosters black to match. Riding on a horse. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Kingdom Come, beziehungsweise der ersten Folge Kingdom Come. Eine kleine Laberfolge, wird nicht sehr lang werden. Es ist auch mehr oder weniger eine Testaufnahme. Ich habe jetzt mal gestartet und so weiter. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Die erste Aufnahme, die ich gemacht habe, ging nicht so gut aus. Also beziehungsweise sie hat nicht so funktioniert, deswegen probieren wir es jetzt nochmal. Einfach mal so als Test. Schauen wir mal, wird schon was werden. Wenn nicht, muss ich es nochmal machen, nochmal machen. Naja, ich will mir ja kurz vorstellen. Mein Spielername ist eigentlich immer Yo. Ansonsten bin ich der André. Ich hoffe, man hört an Tastatursounds und sowas nicht so arg. Wenn nicht, muss ich das halt mal irgendwie nachregeln, da wird sich schon was finden. Also, in der ersten fehlgeschlagenen Aufnahme habe ich hier nach einer Kiste gesucht, die wohl gefixt worden ist. Da war hier immer eine Kiste, ne? Wo man schön viel Rüstung finden konnte. Ja, also was möchte ich denn hauptsächlich machen auf Twitch? Kanal. Also sagen wir mal in erster Linie einfach Games. Wenn ich mal andere Sachen mache, außer Games, dann werde ich, glaube ich... Schnapp ihn dir! Ich finde den Hund toll. Dann, na komm. Dann werde ich vielleicht auch was machen, wenn es gewünscht ist, wenn ich Lust habe, wenn ich Zeit habe. Super, ein bisschen Hasenfleisch. Geklaut. Ja. Naja. Also ich werde auf jeden Fall Kingdom Come aufnehmen. Das hier ist jetzt schon ein Fortnite-Spielstand. Ich habe auch schon mal einmal durchgespielt das Spiel. Also durchgespielt ist relativ, sagen wir, die Hauptstory durchgespielt. Das hier ist jetzt ein zweiter Spieldurchlauf, wo ich auch ein bisschen was ausprobieren will, was ich beim ersten Durchlauf zum Beispiel nicht so gesehen habe. Zum Beispiel auch mal vielleicht von Rüstung her andere Kampfmethoden ausprobieren. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, sagen wir es mal so. Falls gewünscht, nehme ich auch gern das Spiel nochmal komplett von Anfang an auf als neuen Story-Durchlauf. Vielleicht mache ich auch mal eine Hardcore-Runde. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Vielleicht wird das ja was. Schauen wir mal. Ansonsten nehme ich halt immer mal so, vielleicht zum Reden oder so. Vielleicht auch mal mit anderen Leuten. So das hier auf, was ich halt jetzt drin habe. Ab und zu mal ein bisschen. So, was werde ich noch machen? Minecraft auf jeden Fall. Da aber weniger Singleplayer, mehr Multiplayer, falls es sich ergibt. Ein bisschen Singleplayer werde ich auch machen, vielleicht zum Reden oder so. Ähnlich wie hier jetzt. Demnächst kann ich auch gleich anteasern. Kommt auf jeden Fall ein Roleplay-Projekt in Minecraft, das ich vorhabe aufzunehmen. Esperaza, ich weiß nicht genau, wie das ausspricht. Wird von Dayplay, von genau gesagt Heinrich 2004, ausgestartet. Er macht den Server und so weiter und so fort. Ansonsten der Hunter. Das wird wahrscheinlich auch wieder wegen mehr allein sein. Wieder mehr so. Schauen wir mal, was das wird. Bisschen der Hunter. Auf jeden Fall. Da könnt ihr dann schreiben, was ich wegen jagen soll, vielleicht. Ich werde natürlich auch die Storys verfolgen. Die werde ich nebenbei machen in der Hunter. Je nachdem, wie es sich dann ergibt, das entscheide ich dann im Spiel spontan eigentlich immer. Das kann ich jetzt nicht vorher nicht sagen. Ähnlich wie hier eigentlich auch. Story, wenn es nicht wirklich erforderlich ist, dann mache ich sie auch nicht sofort, wenn sich gerade was anderes ergibt.
Hier habe ich auch erst neue Rüstung bekommen, habe ein bisschen was gekämpft, habe ein neues Schwert. Ich habe jetzt anfänglich immer mit Einhandschwert und Schild gekämpft. Momentan, jetzt bin ich mal auf ein Langschwert umgestiegen. Schauen wir mal, wie das wird. Wobei ich hier wieder sagen muss, das ist zum Beispiel einer der Experimente, die ich jetzt mache. Einer der Experimente, genau. Und zwar, mit was man denn am besten kämpfen kann. Naja, es ist mal so, es gibt eigentlich nichts in dem Sinne. Eine Wunderwaffe, eine Wunderrüstung, alles hat Vor- und Nachteile, so wie es im echten Leben auch war. Das finde ich super im Spiel nebenbei gesagt. Ich war es noch, ich bin noch von vielen anderen Spielen es gewohnt gewesen beim ersten Spieldurchlauf, dass ich das Zeug alles gekauft habe. So gut wie möglich Schutz und so weiter. Hab dann aber nach einer Zeit relativ schnell gemerkt, dass das nicht viel bringt. Weil ich langsam war mit Vollplatte, Kettenhemd und alles drum und dran. Laut. Und vor allem mit diesen massiven Helmen, ich habe nichts mehr gesehen. Da beim Helm habe ich zum Beispiel jetzt schon was geholt, dass ich mich jetzt wegen Zwischending geholt. Jetzt keine einfache Beckenhaube, das ist mir zu wenig. Aber ein bisschen Schutz im Gesicht. Doch kein voll, aber so weit so gut. Ja. Ah ja, genau. Ich hoffe, das Rataya-Turnier ist bald mal wieder. Quest. Da würde ich gerne mit. Das könnte ich doch machen. Also eigentlich muss ich Schlangennest jetzt machen. Dafür habe ich mich jetzt auch schon ein bisschen vorbereitet, habe ein bisschen Kommandensachen geklaut. Ich will mich da verkleiden. Ich bräuchte noch einen besseren Helm dafür eigentlich. Aber gut. Ich habe schon wieder irgendwas. Ach ja, genau, die Hase. Der Kyras hier zum Beispiel ist neu, ein bisschen was an Rüstung. Dieses Schwert hier, kann man mal schauen. Vorher habe ich, das kann eigentlich ins Pferd rein. Das brauche ich jetzt hier eigentlich nicht. Oh, das Command ist toll. Hier Söldner gespielen und Skalitzer Schild. Ich habe auch alle DLCs soweit installiert. Ja. Das heißt, es wird irgendwie länger als nur die Hauptstory sein. Ansonsten schauen wir mal. Ich werde jetzt mal. Schauen wir mal auf die Karte. Ich denke, das will ich schon die ganze Zeit machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe mal. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Bin ich jetzt nicht dazu gekommen? Ich bin noch überall. Nein, bin ich nicht. Gut, dann gehe ich jetzt mal da hoch. Und erlerne mal das Lesen. Die Quest hier mache ich später. Und mit Schlangennest schauen wir mal. So. Ich werde das hier dann später im Zeitraffer machen. Also. Herzlich willkommen in Uschitze. Sobald es geladen hat. Ladebildschirm. Nichts lieben wir mehr. Dann machen wir mal diese Quest. Ich hoffe, ich kann noch schlafen. Oder ist es schon zu spät? Ich drücke immer die falsche Taste. Ist das schon. Ah, fuck hell, fuck hell, fuck hell. So, sonst gibt's Ärger von den Wachen. Komm, sag mir, dass ich hier noch. Ja, die haben noch offen. Super. Dann schlafe ich da mal.
Glück und Gesundheit. Hast du ein Bett für die Nacht? Aber ja. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Und da ruft mich jemand auf Skype an. Toll. Jetzt zahlen wir noch schnell. Dir wird sie gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Dann machen wir hier mal einen Cut. Muss ich einen kleinen Cut machen, weil ich mitten reingeplatzt bin? Ja. Oh. Aber ich schneide dich nicht raus, gell? Ne? Nee. Ich suche das Bett. Wo ist das Bett? Das Bett? Ich hab's gefunden. Ja, bisschen. Kingdom Come. Machst du bei dem Projekt auch mit bei David? Ich weiß noch nicht mal, um was es geht. Esperasa, keine Ahnung, Minecraft Roleplay Projekt. Man kommt auf eine Insel über ein Schiff, das am Untergehen ist. Glaube ich, also hättest doch mal das Video angeschaut, Mensch. Wo? Dayplay. Ja. Und dann wird es im Prinzip, es wird ein mehr oder weniger reines Roleplay-Projekt. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Auf jeden Fall mache ich damit. Ich nehme es auch auf. Okay. Ja. Geh mir diese Drecksabfahrer auf die Nerven. Hä? Geh mir diese Scheißabfahrer immer das auf die Nerven. Ja, weil sie jetzt alle wieder hinten drauf gebrannt sind, wie die letzten Idioten, und jetzt der Ladewagen im Ladewagen steht. Ja, schauen wir mal. Bin ich ja gespannt, ob das Programm jetzt hat hier. Es schafft LS aufzunehmen. Der letzte Versuch endete im schwarzen Bild mit Ton. Geil! Cool. Also, man hat gehört, wie der Bulldog anspringt und rumfährt, aber man hat halt nichts gesehen. Kommt da jetzt auch mal was? Man weiß es noch nicht. Ach ja. Ich hab heute ein bisschen Ballen haben gefahren. Ja, ich hab Oberrechnitz unsicher gemacht. Was hast du unsicher gemacht? Oberrechnitz habe ich unsicher gemacht. Oh weh, die arme Leid. Oh ja. Ich habe eine Katze, glaube ich, eingefahren. Lecker, knackiger Kohl. Der macht schon wieder Werbung, der Kerl da. Wer? Na, der Marktschreier. Na, wo ist denn der? Ich such den Schreiber. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob die Katze in Oberöschnitz, die da immer so rumläuft, ist eine komplett weiße Katze, ob die das überlebt hat, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass sie es nicht überleben wird. Na dann. Weil ich hatte am Hängerreifen. Da ist der Schreiber. Weil so. Ich hatte am Hängerreifen einen roten Fleck dran. Tja, Monster. Die Katze war zwar nicht mehr da, aber ich hatte einen roten Fleck am Hänger. Also ich gehe mal davon aus, dass die bloß noch ein Verrückter Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet dich einige Groschen. Nun gut. So, ich lerne jetzt lesen in Kingdom Come. Je eher ich es meistere, desto besser. Also vielleicht. Dafür musst du mich allerdings mit einem Groschen bezahlen. Irgendwann auch mal mit YouTube an. Plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird, wo du es doch eilig hast. So, wo ist der Führer im Bunde? Da hinten kommt er. Hier sind deine Groschen. So. Dann können wir gleich beginnen. Der letzte ist zu schnell. Jo, und wieder reingebracht. Die Quest beginnt. Was? Tja, was macht denn der Heinrich da? Schläft er auf dem Buch? Also, dann diesmal ein Stück. David immer wieder. Wenn's nur David wäre.
Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Du hast doch gesagt, Heinrich. Ob ich das kann? Bestimmt. In dem Fall ist Heinrich der Vorname. Komm zu mir, wenn du das Buch verarbeitet hast. Eines da. Okay, toll. Was ist das? Nix gescheit. Ja, moin. Vielleicht fangen wir irgendwann auch noch mit YouTube an, mal hier Konkurrenz. Oh Gott, bitte nicht. Du musst dafür viel Zeit einplanen. Dann gibt's Agrarclips. Nein, also du musst vom Schneiden her viel Zeit einplanen, um dich ins Programm reinzufuchsen. Und wir schalten live auf den Schlepper. Naja, kannst du machen, ist mir relativ egal. Oh ja. Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Nun mal schauen. Etwas. Nimmst du dann heute zur Hand auch noch auf? Nun, die Hauptsache ist, dass du das Buch gelesen hast. Der Rest ist reine Übungssache. André. Nur durch gründliches Lesen musst auch noch aufhören? Herausfinden. Nö, also mal schauen. Ich glaube eher nicht. Kein Buch ist ohne Sinn. Machst du heute bloß Finger drauf. Bücher sind wertvoll. Und jetzt erstmal schon. Ich muss es ja dann noch schneiden und alles. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ich muss da schneiden. Du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Hast du vorhin mit Fabi geschreibt? Nein, mit Fabi nicht. Soll ich Latein lernen? Er hat aber WhatsApp hat er vorhin mal angerufen. Okay. Hast du ihn abblitzen lassen, wa? Der hat Probleme mit dem Computer. Was macht er? Mein Computer spackt einfach rum. Nee, ich wollte eigentlich wissen, was dein Computer macht. Nichts. Ach so. Er macht, dass er nichts macht. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Ich glaube, das... Nullus ist... So, wenn ich den jetzt noch zusätzlich 10 Meter Platz zwischen den Fahrzeugen gebe, dann müssten sie doch theoretisch brennen. Aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Und praktisch auch. Unglaublich. Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Und ich habe die Lesekunst erlernt. Das war die Errungenschaft für dieses Video. Yay.